Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ja, worum geht's heute? Heute wollen wir uns mal dem Thema Kühlschrank widmen, denn unser Kühlschrank, der kühlt nicht immer so gut und verbraucht sehr viel Strom. Ich glaube, das geht vielen Malibu-Fahrern so. Und wie man das ändern kann und was wir dabei machen, das erfahrt ihr nach dem Intro. Das schon vorher gesagt habe, wir haben uns eine Lösung einfallen lassen, was unseren Kompressorkühlschrank betrifft. Das Problem ist halt erstmal im Sommer ist das Problem, dass wir maximal 1 bis 2, 3 Grad minus im Eisfach haben. Das reicht uns persönlich nicht, um dort auch mal Eis lagern zu können. Also das heißt, da haben wir schon mal das erste Problem. Und das zweite ist der Energieverbrauch. Ohne die 250 Watt Solar auf dem Dach würden wir gar nicht klarkommen. Im Winter schaffen wir es sowieso nicht, aber im Sommer dann auch nicht, weil der Kühlschrank einfach so viel durchdonnert. Der schaltet nämlich morgens ein, so wenn dann die Sonne beginnt aufzugehen, und abends schaltet er dann wieder aus, wenn die Sonne untergeht. Also das heißt, leistungstechnisch muss der die ganze Zeit arbeiten, aber er kommt halt nicht gegen die Wärme. Warum das so ist, das erkläre ich euch nochmal später. Und es wird auch nochmal ein Spezialvideo dazu geben, wie man einen Kompressorkühlschrank sich richtig aussucht fürs Fahrzeug und vor allen Dingen, der eingebaut ist und worauf man achten soll. Ja, was wir jetzt machen ist, wir werden den Kühlschrank tauschen, weil dieser Kühlschrank werden wir nicht mehr optimal hinbekommen, dass er optimal eingebaut ist, denn das ist hier das Problem. Der Einbau hier ist halt das Problem, dass die Wärme nicht richtig weg kann. Das zeige ich euch später nochmal. Das heißt, als allererstes fangen wir erstmal an, den Kompressorkühlschrank auszubauen. Und dann haben wir einen neuen organisiert. Das zeige ich euch auch gleich. Aber erstmal der Ausbau vom alten, was total einfach ist. Ich habe es mir jetzt hier nicht gemütlich gemacht, weil ich keine Lust mehr habe, das Ding auszubauen. Nein, so ist es nicht. Was wir hier vorne unter dem Fahrersitz haben, ist nämlich die Sicherung. Und das ist als allererstes erstmal wichtig, bevor man überhaupt an den Kühlschrank geht, dass wir die Sicherung ziehen. Das werden wir auch tun. Die ist in der Regel in diesem Schaut-EBL drin, also in den Elektroblock. Da ist der mit integriert und dort werden wir jetzt die Sicherung herausziehen. Hier an den Seiten befinden sich solche Kappen, wir blenden euch das am besten mal ein, und dahinter verbürgen sich Schrauben, und zwar sind das Kreuzschlitzschrauben, die ihr rausdrehen müsst. Das heißt, ihr müsst erst die Kappe abnehmen und dann könnt ihr die Schrauben dort entfernen. So, ich mache das jetzt einfach mal, und dann ist das Thema, dass der Kühlschrank schon rauskommen könnte. Hier oben muss man da ein bisschen aufpassen, hier ist normalerweise noch eine Verblendung drauf, die habe ich schon abgenommen. Man kann dann im Prinzip gucken, dass dieses Gestell, das ist so ein Metallgestell, dass das mit rauskommt und das ist nicht verbiegt. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Ist aber relativ einfach. Also wenn man den ein Stück nach vorne zieht, dann geht das ruckzuck. Das zeige ich euch gleich. Den Kühlschrank habe ich jetzt schon ein Stück nach vorne gezogen. Jetzt sieht man, hier ist dieses Stahlgerippe sozusagen, was schon rauskommt. Jetzt mache ich natürlich das so, dass die Tür wieder zu ist, weil sonst haben wir das Problem, dass wir die ja dann nicht mehr zukriegen. Oder wir müssen sie abmontieren. Aber das wäre ja beides blöd. So, und dann kann man den ganz normal nach vorne ziehen. Das muss man halt immer Stückchen für Stückchen machen. Und dann kriegt man da raus. Das zeige ich euch aber gleich. Als allererstes mache ich jetzt erstmal einmal noch eine Messung sozusagen, ob da noch Strom drauf ist. Also nicht nur, dass der Kühlschrank ja aus ist, aber wir messen dann natürlich auch nochmal. Und ich kann sagen, da ist kein Strom drauf. Alles gut, passt perfekt. Und dann können wir das Ganze auch abschrauben. So, beginnen tue ich einfach mit dem roten. Rot ist meistens immer stromführend, also die Plusleitung. Die hat also am meisten Strom. Und dann noch schwarz hinterher. Das ist dann die Masseleitung. Ja, beides schraube ich einfach aus der Listerklemme hier raus. Und die Listerklemme kann ich dann benutzen für den neuen Anschluss. Also das kommt original vom Fahrzeug. Also da passiert auch nichts dran. Gut, das war's schon. Schon ist er ausgebaut. Keine Hexerei. So, da sind wir sozusagen direkt mit dem neuen Kühlschrank wieder in das Auto rein. Ich habe also den alten raustransportiert und habe den neuen hier einfach mal reingepackt. Habe ihn auch mal gleich in dieses Fach reingepackt und habe mal geguckt,
passt denn alles? Denn das ist das Wichtigste, wenn man einen anderen Kompressorkühlschrank oder einen anderen Kühlschrank einbaut, muss man natürlich auch erstmal gucken, ob das passt. Was habe ich als erstes getestet? Ich habe erstmal geschaut, wie weit könnte er denn rein? So, das so weit könnte er rein. Das heißt, er würde komplett hiermit abschließend sein, mit der Tür. So, das war der vorherige allerdings auch nicht. Und wir haben gesagt, wir wollen ja auch hinten eine gewisse Zirkulation haben. Das ist deswegen, damit die Wärme auch dort weg kann. Also holen wir ihn wieder auf die optimale Stelle raus. Und die habe ich einfach ausgerichtet, indem ich hier geguckt habe. Hier unten gibt es eine Schnalle, die ziehe ich mal ein bisschen weiter raus. Hier sieht man jetzt diese Schnalle. Und diese habe ich im Prinzip jetzt bündig gemacht mit der Kante, die hier im Prinzip des Schrankes abschließt. So, und somit haben wir dann im Prinzip hier doch gleich... Moment, ein Stückchen muss er doch noch rein. So, und hier haben wir im Prinzip gleich den Abschluss, so dass er auch vernünftig passt. Das müssen wir natürlich als allererstes immer einmal testen und gucken, ob das soweit passt. Und wenn das passt, dann können wir auch jetzt daran gehen, uns um den Einbau zu kümmern. So, was wir jetzt hier machen auf dieser Seite, ich habe hier mal ein bisschen Licht gemacht. Und zwar werden wir jetzt hier hinten auf dieser Ecke bis da ungefähr ein Loch, also das heißt das Aussägen. Denn wir versuchen, dass die kühlere Luft von unten hochkommen kann. Ja, ich weiß, kühle Luft steigt nicht nach oben, warme Luft aber jedoch schon. Und wenn wir hier hinten eine Zirkulation haben, weil die warme Luft nach unten, nach oben geht, dann wird im Prinzip von unterhalb die kühlere Luft gleich mit automatisch hochgeholt. Und zwar aus dem Schrank, der hier unter ist. Ich mache das mal auf, dann seht ihr das, dass da ein Schrank ist. Und von dort aus kann dann im Prinzip die kühlere Luft aufsteigen und dann im Prinzip angesaugt werden. Der Kondensator kann sich ordentlich abkühlen, so wie das sein soll. Die warme Luft zirkuliert dann hier weiter nach oberhalb und kann über dem Kühlschrank einmal durch die Schlitze, und wir haben hier auch noch so viel Platz circa, also das heißt ungefähr so viel, das sind so, weiß ich nicht, nochmal 3-4 Zentimeter, wo die Luft dann im Prinzip rauszirkulieren kann. So, und dann sollte das Ding auch vernünftig funktionieren. Aber das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Als allererstes ist erstmal das Loch aussägen dran. Ach man, Leute, seht's mir nach. Ich sag's doch immer wieder falsch. Es wird ja auch immer wieder richtig eingeblendet, aber es ist natürlich der Kondensator, den ich meine, der außerhalb des Kühlschranks sitzt. Und innerhalb des Kühlschranks ist es natürlich der Verdampfer. Da wir hier im Prinzip flexible Kabel haben und keine Ader-Endhülsen drauf sind, setze ich jetzt natürlich noch Ader-Endhülsen hier drauf. Die kriegt man halt relativ günstig mit einer Zange. Also ich habe halt immer welche da für gewisse Aktionen, wenn mal irgendwas ist. Und ja, und danach können wir das im Prinzip beginnen, dass wir jetzt hier das Ganze anschließen. Und bevor ich natürlich den Kühlschrank dann wieder einbaue, ne, wollen wir natürlich auch gucken, ob er denn auch funktioniert. Das heißt, ich werde ihn dann im ausgebauten Zustand einmal ein bisschen laufen lassen. Dann werden wir mal ein bisschen fühlen, ob der dementsprechend ja, kühlt. Nicht? Und hier draußen sollte er natürlich ja Wärme abgeben. Genau, das heißt, das schauen wir uns an. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr den Kühlschrank gerade geliefert bekommt, weil bei uns ist der per Spedition gekommen, dann muss der erstmal ein bisschen ruhen. Das ist wichtig, weil falls die den irgendwie umgekippt haben sollten oder was auch immer, dann kann es sein, dass das Öl nicht richtig im Kompressor ja im Prinzip wieder zurückgelaufen ist, und dann könnt ihr den Kompressor beschädigen und vielleicht auch andere Bauteile, die Schmierung bedürfen. Da ist nämlich ein Öl drin, und dieses Öl muss natürlich im gesamten Kreislauf mitlaufen können, und wenn dann zu wenig an einer Stelle ist, dann kann halt auch Komponenten des Kreislaufsystems kaputt gehen. Jo, also jetzt schwarz auf schwarz, rot auf rot, ne, ist nochmal wichtig, weil ist ja natürlich Plus und Minus, und das mache ich jetzt und dann testen wir das Gerät. So, ich habe jetzt die Leitung angeschlossen, Plus auf Plus, Minus auf Minus, habe das Ganze auch nochmal gemessen mit einem Strommessgerät, das weiß ich gar nicht, wie ist der Fach, Multimeter, so hieß es. Dann haben wir den Kühlschrank wieder die Sicherung reingepackt natürlich, sonst würde ja kein Strom ankommen. Wir haben dann hier mal geguckt, wird es warm an der Seite des, was habe ich jetzt gesagt, Verdampfers, ne, Kondensator, so ist es richtig. Und in der Inneren des Kühlschranks wird es auch kalt. Also alles prima, alles super. Ja, dann steht dem Einbau jetzt auch nichts mehr im Wege. Habe ich euch das Loch eigentlich gezeigt? Nee, glaube ich nicht.
blenden wir euch jetzt mal ein, was ich an der Seite gemacht habe. Denn von dort aus kann die kühlere Luft im Prinzip von unten zirkulieren nach oben. Und oben geht dann ja die warme Luft weg. Also von daher alles prima, alles super. Diese Seite saugt die Luft an und schiebt die dann im Prinzip durch. Und dann ja, sollte das Ding auch funktionieren. Wir sind sehr, sehr gespannt, aber wir versprechen uns dort eine ganze Menge. Und ja, wie das Ganze funktioniert, werden wir morgen auf einer Reise testen. Das heißt, ich mache dann nochmal eine kleine Szene hier im Anschluss. Die kommt jetzt gleich für euch. Wie das Ganze funktioniert, ob der Kompressorkühlschrank gut läuft und wie viel Strom er denn überhaupt verbraucht oder ob wir sagen können, ja, das ist in Ordnung oder ist zu viel. Der Kühlschrank ist drinne. Wir haben jetzt die Schrauben dort eingesetzt und zwar dort. Auf der anderen Seite ist das genauso. Es ist also wie in dem anderen Kühlschrank mit 90 Liter auch. Dieser hat hier 85 Liter, 5 Liter weniger. Stört uns mal überhaupt gar nicht, weil 5 Liter sind jetzt nicht so viel, kann man also nicht, muss man nicht unbedingt drauf pochen, dass man 5 Liter mehr hat. Und das zweite ist aber, dass wir hier oben so ein Fach mehr haben. Hier haben wir zwei so eine Ablagemöglichkeiten, das heißt, wir haben immer hier oben die Butter und die Marmeladen, haben wir so kleine Marmeladen reingepackt und hier haben wir das Fach ja nicht gehabt. Jetzt stellen wir uns hier vor, dass wir doch da noch einige Sachen mit unterkriegen können, unter anderem so Senf und Ketchup und so weiter und so fort. Gibt es ja auch kleinere Dosen, die dann im Prinzip hier super drin also reinpassen. Ja, die Kappen sozusagen zur Abdeckung, die müssen dann natürlich noch drauf. Die machen wir also drauf und ja, wenn er jetzt eingebaut ist, würde ich sagen, wir testen ihn nochmal. Ich habe vorhin gehört, der Kompressor lief. Das Ganze machen wir auch nochmal an. So. Man hört ihn schon anlaufen und ich kann nur eins sagen, er ist wesentlich leiser als der alte. Also auch das ist ein Vorteil, denn der Kompressor sitzt jetzt hier hinter und an der Ecke macht er natürlich auch nicht mehr so viel Krach als hier oben. Und ja, wie ich ja schon beschrieben habe, die Luft holt er sich von unten ran und kann sich dann die nach oben wegbringen. Das heißt, hier oben tritt sie aus. Hier werden wir jetzt im Moment auch nichts bauen, weil dieser Schlitz, der jetzt hier ist, der sieht nicht schlecht aus und es sorgt nochmal dafür, dass da im Prinzip Lüftung reinkommt. Also von daher alles gut. Brauchen wir also gar nichts machen. Wenn es uns doch noch stört, gibt es noch ein Gitter, was man bestellen kann im Internet. Das ist jetzt auch nicht das Riesendrama. Ja, eigentlich keine große Sache. Ich sag mal, es ist so ungefähr, jetzt wenn man nicht gefilmt hätte, ein Aufwand von 45 Minuten vielleicht. Also wer richtig geübt ist, schafft das auch locker in einer halben Stunde. Also das geht recht flott und recht zügig. Und dann ist das Ding ausgetauscht. Sehr einfach. Kosten. So, Kosten sind sehr variabel. Ich glaube, der liegt im Moment bei 1214 oder sowas um den Dreh mit einem Eisfach. Diesen Kompressorkühlschrank gibt es auch ohne Eisfach. Dann habt ihr natürlich auch mehr Inhaltsvolumen. Logischerweise, weil ja das Eisfach fehlt. Noch ein wirklich sehr großer Vorteil an diesem Kühlschrank ist dieser Verschlussmechanismus. Wir haben in dem alten immer wieder, oh, hast du den Kühlschrank zugemacht? Da musste man so eine Raste rumdrehen, damit man das auch nicht vergisst während der Fahrt. Ah, nee, weiß ich nicht so genau, so hieß es dann immer. Na, da muss noch mal gucken. Gut, dann ist wieder einer aufgestanden. Das kann jetzt hier nicht mehr passieren. Wir können jetzt also das Ganze einfach zumachen und dann ist er auch eingerastet. So, und er kann dann auch nicht auf. Und ihr habt noch einen Vorteil, er ist in der Lüftungsstellung auch möglich. Das heißt, hier oben gibt es so einen kleinen Plastiknupsi, den man rüberschieben muss. Und dann drückt man den einfach rüber und dann ist er jetzt hier in der Lüftungsstellung und kann dementsprechend nicht aufgehen. Ja, klar, während der Fahrt, wenn man den so betreibt, dann wird das natürlich klappern. Wenn es einen stört, muss man es halt wieder ganz zumachen. Aber zumindest die Lüftungsposition für, wenn der Kühlschrank nicht benutzt ist, ist da. Das ist eine ganz tolle Sache, da freuen wir uns riesig drüber. Und ansonsten freuen wir uns auf die Nutzung des Kühlschranks. Ja, Licht ist auch drin. Wir hatten nun die Gelegenheit, ein ganzes Wochenende endlich diesen Kühlschrank auszuprobieren. Und ja, was soll ich sagen? Kühlverhalten, top. Also wir haben zwei Thermostate drin. Eins haben wir oberhalb im Eisfach drin. Jetzt kann man das vielleicht nicht so richtig sehen. Das ist hinten in der Ecke drin, dort. Und eins haben wir da, an der Stelle. Genau. Und das im Eisfach sagt, dass wir auf kleinster Stufe schon minus 7 Grad oder 6 bis 7 Grad, das schwankt immer so ein bisschen. Und im Kühlschrank haben wir so um die 8 bzw. 7 Grad, schwankt auch ein bisschen. Also von der Kühlleistung her super.
Ich verspreche mir also, wenn ich den weiter runter drehe, beziehungsweise höher drehe, wie auch immer, dann haben wir auf jeden Fall richtig ordentlich Kühlleistung und dann können wir auch Speiseeis dort drin lagern. Ja, ansonsten energieverbrauchstechnisch glatt mal die Hälfte, also mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar eher zwei Drittel sind sogar eingespart, dass wir nur noch ein Drittel davon verbrauchen. Das kommt immer so ein bisschen, glaube ich, auch drauf an. Im Sommer wird es natürlich ein bisschen mehr sein, wenn es dann wärmer ist. Ja, wir sind sehr zufrieden damit und wir, ja, wie soll ich sagen, wir haben die Entscheidung nicht bereut. Und falls ihr das nachbasteln wollt, natürlich könnt ihr das gerne tun. Es war ja auch jetzt wirklich nichts Schweres dabei. Wer hinten sagt, das Loch will er nicht machen, lässt es einfach sein. Die Luft kann natürlich trotzdem noch zirkulieren, aber es ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Punkt, wo es ein bisschen besser wird mit der Luft zur Zirkulation. Ansonsten soll es das gewesen sein. Bleibt uns gewogen. Wir drücken euch die Daumen natürlich. Nee, so wollte ich gar nicht sagen. Sondern wir wünschen euch natürlich alles Gute und wir, genau, dass ihr gesund bleibt und so weiter. Und liked gerne das Video, kommentiert auch gerne was. Wir versuchen es natürlich zu beantworten. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Daumen rauf und wir sehen uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Tschüss!